Hallo, liebes MSM-Publikum, liebe Zuschauer, zu einer Spezialausgabe, wenn man so will. Christian ist nochmal reingeschneit vom Abflug nach Frankreich, denn es ist was passiert. Die Prophezeiung ist eingetreten. Ja, letzte Woche hast du darüber gesprochen, Red Bull Honda, was passiert in der kommenden Saison oder in den kommenden Jahren, motorentechnisch bei Red Bull. Jetzt bekannt gegeben, 2019, 2020 fährt Red Bull definitiv mit Honda-Motoren, Renault-Vertrag aufgekündigt. Toro Rosso bleibt weiterhin bei Honda. Ja, eigentlich, die Formel 1-Welt nimmt es wohlwollend auf, kann man sagen, ne? Veränderung ist immer schön in der Formel 1. Es ist so viel, was, wie soll ich sagen, sich festfährt. Und es waren ja 12 Jahre Red Bull, Renault. Und die letzten Jahre wird eigentlich mehr gemeckert als angegast. So. Und da hätte man sich eh gefragt, was wäre jetzt mit Red Bull und Renault überhaupt noch, wie viel Potenzial, was wäre in der Zukunft überhaupt noch drin gewesen, nach dem Verlauf in den letzten Jahren. Und dieser Wechsel jetzt zu Honda, auch wenn es vielleicht mit Risiko verbunden ist, auf jeden Fall sportlich ein cooler Schritt und für das Team, glaube ich, auch genau das Richtige. Aber schauen wir uns mal im Detail an. Wieso hat Red Bull diese Entscheidung getroffen? Auf der einen Seite natürlich, Power Unit Ära mit Renault zusammen lief noch nicht viel, wenn man ehrlich ist. Also am Anfang natürlich ganz katastrophal, Zuverlässigkeit und Performance. Zuverlässigkeit kam dann langsam mal, aber die Performance, wir hören alle 2 Wochen Dr. Helmut Marko schimpfen über die Qualifying-Performance des Renault-Antriebs. War nicht so der Burner. Da sagt man jetzt, das muss man dazu sagen, das hat man sehr, sehr geschickt eingefädelt vom Doktor, dass man da in diesem Jahr schon Toro Rosso mit Honda-Motoren fahren lässt und dann sieht, was können die. Bei McLaren war das immer schwierig zu beurteilen. Was ist jetzt der Chassis, was ist jetzt der Motor? Vor allem mit den Aussagen von McLaren, die es da ja mal gab. Wir haben das beste Chassis und so weiter. Die Antwort haben wir jetzt. So ist es. Insofern hat man da jetzt mal eine Antwort. Und ich hatte zwar vor kurzem erst ein Interview mit dem Honda-Motorenchef, mit Tanabe Sun, und habe ihn gefragt, wie es ausschaut, die Rangordnung zwischen den Power-Unit-Herstellern. Früher war das relativ einfach. Mercedes, Ferrari, Renault, Honda. Inzwischen ist es relativ schwierig. Auch bei Mercedes, Ferrari ist man sich nicht mehr so ganz sicher. Und bei Renault, Honda ist man sich auch nicht mehr sicher. Er meinte, ja, sie sind noch hinter Renault. Jetzt kam dieses Upgrade in Montreal, das bei Red Bull ein bisschen gedämpfter ausgefallen ist, weil die noch keinen neuen Sprit hatten und so weiter. Die haben andere Benzinpartner als das Werksteam. Bei Honda kam auch das Update. Und offenbar, man wollte sich ja eigentlich bis Österreich Zeit lassen mit der Entscheidung, und jetzt ging es ganz schnell. Offenbar ist das Risiko nicht ganz so groß, da zu Honda zu gehen. Ja, und Red Bull hat halt den direkten Vergleich, das hat man halt mit Toro Rosso so erreicht, mit dem B-Team, das auf die Honda-Motoren zu setzen, dass man halt wirklich direkt alle Daten, eigentlich alles 1:1 vergleichen kann, was macht die Renault Power Unit, was macht die Honda Power Unit. Und ich sag mal, Red Bull, wenn das jetzt irgendwie so ein waghalsiges Unterfangen wäre, diesen Honda zu nehmen, würden die es nicht tun. Und abgesehen davon, mein Honda ist ja dieses Jahr im Toro Rosso, jeder kann es sehen. Ich meine, die haben das beste Ergebnis eingefahren seit ihrer Rückkehr in die Formel 1 mit dem 4. Platz von Gasly, was McLaren 3 Jahre nicht geschafft hat. Die sind viel zuverlässiger, klar, Toro Rosso Performance schwankt auch von Rennen zu Rennen, aber dieser Honda-Motor scheint nicht so zu schwanken. Nur beim Energiemanagement scheint es da noch ein bisschen Probleme zu geben. Man hat es gesehen, Safety-Car-Phase am Ende in Baku, als dann alle ihren Boost hergenommen haben beim Restart. Da hat man noch ein bisschen Probleme, aber ich glaube, das hat man weitestgehend aussortiert. Also insofern, ich glaube, man geht, was das angeht, kein besonders großes Risiko ein. Dass man da jetzt sagt, der Honda ist nächstes Jahr viel schlechter als der Renault. Und Dritter bleiben sie dann eh. Also ich sage mal jetzt, das Ziel ist, man will an Mercedes, man will zu Mercedes und Ferrari aufschließen. Mit Renault schafft man es nicht. Selbst wenn der Honda jetzt vielleicht noch nicht das Level von Mercedes und Renault hat, wird man ja nicht schlechter abschneiden. Die Wahrscheinlichkeit, dass man schlechter als Platz 3 abschneidet, ist... Aber der McLaren kommt null. Doch. War doch so ein tolles Chassis und Renault im Werksteam. Ja, wie gesagt, also das... Nein, das stimmt, das Risiko hält sich in Grenzen. Man will man will nicht wieder irgendwie da um Platz 3 rumfahren, ja, und mit ein bisschen Glück ein bisschen was gewinnen, sondern man will aus eigener Kraft Mercedes und Ferrari schlagen. Insofern ist das Risiko hält sich in Grenzen und man hat noch einen weiteren Vorteil, man ist Werksteam. Und Werksteam zu sein war noch nie so wertvoll wie jetzt in dieser Hybrid-Ära. Die Integration der Power Units ist extrem komplex. Kühlsysteme müssen angeordnet werden. Es gibt für jedes Aggregat, das da drin ist, und das sind ja ein Haufen Teile, gibt es einen eigenen Kühlkreislauf teilweise. Also es ist extrem kompliziert und je enger ich da mit meinem Hersteller zusammenarbeite, desto besser ist das für mich. Das gab es natürlich jetzt zu Renault-Seiten gar nicht. Da war man einfach nur Kunde.
Ja, eigentlich von Beginn an, wenn man so will. Also selbst die Einflussnahme, als Renault noch nicht als Werksteam da war, wird von Red Bull nicht so groß gewesen sein, wie es jetzt dann mit Honda der Fall ist. Und die haben jetzt da quasi mehr oder weniger freie Hand zusammen mit Honda als Werksteam, quasi sich quasi den Status wie ein Mercedes oder Ferrari auch haben. Und da halt das ganze Paket komplett zusammen zu designen und zum Erfolg zu führen. Vielleicht. Geld war bei Red Bull eigentlich nie ein großes Thema. Oder eigentlich war es schon, weil viel Geld immer vorhanden war. Tatsächlich haben wir in letzter Zeit ein bisschen rumgeklagt über die Formel 1, Kostenbeschränkungen und so weiter, auf einmal unterstützt. Und vom monetaren Aspekt her kommt das Ganze ja Red Bull auch entgegen, muss man sagen. Ja, klar, also Honda, wenn die sich richtig engagieren mit nur einem Partner, wie das bei McLaren war, die haben da, ja, glaube ich, im dreistelligen Millionenbereich teilweise. Also wenn man kumuliert, dass man sieht, die 3 Jahre bei McLaren, da ist so viel Geld reingeflossen in dieses Team, dass die auch überhaupt keine Geldsorgen hatten, obwohl sie eigentlich sonst keine Sponsoren hatten. Ja, und natürlich selbst ein Team wie Red Bull haben oder nicht haben. Ich meine, wenn man das Geld von dem Hersteller bekommt, wenn der da finanziell was beisteuert, dann nimmt man das natürlich auch mit. Ich denke auch, also wir haben natürlich sportlich ein geringes Risiko, sagen wir jetzt mal, also ein eingeschränktes haben wir schon besprochen. Dann haben wir den monetären Aspekt, Nur positiv. nur positiv. Dann haben wir Toro Rosso verboten, auch positiv, Und vor kann allem man auch sagen. positiv weiterhin erstmal für Honda. Die haben jetzt dann 4 Autos. Das heißt, die Exakt. haben viel mehr Daten, die können besser entwickeln, besser weiterentwickeln mit 4 Autos. Und wie gesagt, auch 4 Autos alle mehr oder weniger unter einem Dach. Noch besser. Also noch besser, ich sag mal, wenn man jetzt sich. Gut, bei Ferrari wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Die von Sauber und Haas werden auch nichts verstecken. Aber wenn man jetzt sich überlegt, Renault, McLaren, Red Bull, also ob die untereinander alles so preisgegeben haben oder ob das so alles vergleichbar war für den Hersteller, für Renault, weiß man dann jetzt auch nicht. Doch, das kann ich dir sagen. Da gibt es keine Geheimnisse. Okay. Das sind Renault-Jungs, die da auch an den Autos Okay. arbeiten. Von Red Bull arbeiten da kaum Jungs an der Power Unit und so weiter. Das sind hochspezialisierte Leute, die direkt von Renault kommen. Also insofern, da gibt es kein Problem. Aber für Red Bull, für Honda, du hast es angesprochen, ist es ein Riesenboost. Ron Dennis hat ja immer verboten oder hat auf seine Ja. Exklusivitätsvereinbarung bestanden, dass wir eigentlich hätte es ja früher schon mal Red Bull Honda gegeben. Ende 2015, als sie sich da mit Renault das erste Mal so richtig überworfen haben, dann zu Mercedes wollten, dann hat Mercedes zurückgezogen, dann hieß es ja Honda vielleicht, dann hat Ron Dennis gesagt, nee, Honda, die sind bei uns, wir haben einen exklusiven Vertrag mit denen und ihr kriegt die nicht. Damit hat Ron Dennis auch Honda geschwächt. Er hat sie geschwächt, weil sie einfach keine Daten sammeln konnten. Vor allem, wenn es um Zuverlässigkeit geht und ich habe ja sehr beschränkte Testfahrten, dann bleibt mir irgendwie, Testfahrten ist immer nur mit einem Auto wohlgemerkt. Ja. Dann bleibt mir das Auto stehen, weil ich was rumexperimentiere und dann steht das den ganzen Tag. Weil ich kein anderes Auto mehr habe, habe ich keine Daten. Also insofern, für Honda ist es jetzt auch mal ein richtiger Boost. Mehr Daten ist gleich einfach bessere Entwicklung. Aber man muss auf der anderen Seite sehen, es gibt jetzt nicht nur die Vorteile, es gibt auch ein paar Nachteile. Natürlich überwiegend Vorteil, wir haben es schon angesprochen, wir beide begrüßen das auch sehr. Nachteil. Könnte auch sein, dass man das Auto ein bisschen stärker umbauen muss. Wir haben es ja schon angesprochen auch. Jetzt mit den Power Units ist die Integration in das Chassis extrem wichtig. Wenn man dann jetzt auf einmal für das nächste Jahr einen neuen Motorenhersteller hat, muss man viel ändern. Bei McLaren hat man gesagt, ja, das schaffen wir alles bei dieser späten Entscheidung dann Singapur um letztes Jahr. Dann irgendwann hieß es, wir sind 2 Wochen zurück und dann irgendwann hieß es ja, jetzt haben wir ein Kackauto. Ja. Also, ob die das so schaffen? Ich sag mal, die Frage ist ja, hat McLaren das vorher geschafft? So, das ist jetzt wirklich die Frage. Also, anscheinend nicht, Ja, muss man ja also, sagen. Also von da stimme ich daher zu. denke ich mal, dass Red Bull da auf jeden Fall eine bessere Basis liefert als McLaren, was die Integration von der Power Unit angeht. Dass die irgendwo einen Anlauf brauchen, kann ich mir vorstellen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, ich meine, das ist jetzt relativ früh schon bekannt gegeben. Wir haben gerade mal Mitte Juni, also es ist eigentlich top. Wenn man sich überlegt, dass McLaren das damals in Singapur erst gemacht hat, mit dem Wechsel zu Renault. Also Red Bull eigentlich genügend Vorlaufzeit und ich kann mir schon vorstellen, also wie gesagt, es ist mit Risiko verbunden, ja, aber ich denke, es hat bei Toro Rosso geklappt, wenn man so will, mit der Integration. Die sind jetzt auch nicht schlechter als mit dem Renault, wenn man so will. Also denke ich nicht, dass es passieren wird. Aber es kann nach hinten losgehen. Man hat natürlich auch noch den Vorteil, man kennt die Daten ein bisschen besser, glaube ich, als in der Vergangenheit jetzt bei McLaren, das mit Renault auch der Fall war.
weil die Zusammenarbeit, kann ich mir vorstellen, zwischen Toro Rosso und Renault ist dann doch, zwischen Toro Rosso und Red Bull ist dann doch relativ eng, so dass man auch schon ungefähr wusste, wie der Honda-Motor da zu integrieren ist. Ja. Man kann da auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Also ich glaube, es wird nicht so dramatisch. Es ist natürlich, ich meine, beim Red Bull sind wir natürlich schon am Auto, das jedes Rennauto ist irgendwie am Limit gebaut, aber der Red Bull mit Adrian Newey ist dann immer noch ein bisschen mehr am Limit gebaut. Und wenn ich dann natürlich jetzt was ändere, was so gewaltigen Einfluss auf die gesamte Performance des Autos hat, wie die Power Unit, so einen riesen Block aus diesem 700 Kilo Teil rausreiße und ein anderes Teil reinbaue, hat das schon Einfluss. Es geht ja auch viel aerodynamisch, erstmal Verkleidung natürlich, deswegen gab es ja auch diese Size-Zero-Debatte damals. Dann geht es auch über den Luftfluss innerhalb des Autos mit den ganzen Kühlsystemen. Also es ist extrem kompliziert und ich glaube, man darf es nicht kleinreden, das Problem, aber man hat vielleicht schon ein bisschen Daten von Toro Rosso und kann das dann auch noch bei Red Bull ein bisschen besser auffangen als jetzt vielleicht bei McLaren. Da ist ja doch eine ganze Armada dahinter. Ja, also wie gesagt, denke ich auch, es ist überschaubar für Red Bull. Dann, was ein bisschen komisch ist, ist natürlich der Zeitpunkt, vielleicht für den einen oder anderen. Jetzt, wo Red Bull gerade mal erfolgreich ist, jetzt haben sie von 7 Rennen 2 gewonnen, genauso viel wie Mercedes, da sagt man Tschüss zu Renault. Ja, wobei es halt performance-technisch, sie sind immer noch dahinter. Und das ist halt der entscheidende Punkt. Also sie haben jetzt, wenn man sich überlegt, letztes Jahr haben sie in den letzten 7 Rennen, glaube ich, auch 2 gewonnen mit Max in Malaysia und in Mexiko. Aber das waren auch nur so Einzelresultate einfach, aber nicht konstant, dass man sagen kann, jedes Wochenende, heute können wir um Sieg mitfahren, nächste Woche auch. Und das reicht halt einfach nicht. So, da kommen 21 Rennen im Jahr und wenn man da an 3, 4, 5 Tagen maximal, ich meine, viel mehr werden es wahrscheinlich dieses Jahr nicht, da mitspielen kann, reicht halt nicht für einen WM-Titel. Das ist, man ist immer noch auf zu vielen Strecken zu sehr abhängig von der Power Unit, was er da abliefert und was nicht. Also ich glaube in Monza zum Beispiel, oder jetzt allein das nächste Rennen in Le Castellet, auch mit vielen langen Geraden. Viel Vollgaskurven. Viel Vollgas muss man. Die sind sogar noch schlimmer als Geraden, was die Power angeht. Ja. Also selbst da würde ich jetzt zum Beispiel nicht erwarten, dass die auf dem Level spielen wie Montreal oder Monaco. So. Also insofern auch menschlich kann man sagen, ein verständlicher Schritt, denn es hat ja, du hast es eingangs erwähnt, schon ein bisschen gehapert zwischen Renault und Red Bull. Ja. Und vor allem Honda freut sich auch. Ich meine, die haben ja allein schon, für die war ja schon Toro Rosso die Erlösung. Die haben sich ja dann schon, die Demütigung, was man, muss man ja leider schon so sagen, von McLaren, sich entledigt. Viel freier aufgespielt, es war viel, es war mehr Schwung in der Bude bei Honda, bei Toro Rosso. Und das jetzt mitzunehmen zu einem wirklichen Top-Team und nicht nur einem vermeintlichen, das McLaren halt gerne wäre, aber offensichtlich nicht mehr ist, sondern eins, was wirklich noch Rennen gewinnt. Also das ist auch für Honda nochmal nochmal ein richtiger Schub auch. Ich meine, ich sehe die Honda-Jungs oftmals an der Strecke und habe die zu McLaren-Zeiten erlebt, wo die so durchs Fahrerlager gelaufen sind und jetzt kommt mal wieder ein Lächeln zurück. Also ist wirklich auch menschlich schön zu sehen, erstmal was da jetzt schon passiert ist mit Honda und Toro Rosso. Und Honda als Automobilkonzern kann natürlich nicht auf Dauer mit einem Mittelfeldteam zusammenarbeiten. Also die müssen mindestens auf dem Podium stehen oder Rennen gewinnen, das muss ja ein Anspruch sein für einen Automobilkonzern. Und da ist Red Bull natürlich der einzig richtige Schritt. Ja. Insofern interessant, wir haben die Bekanntgabe heute gehabt, 2019 und 2020. Also nur 2 Jahre, hat einen ganz einfachen Grund. Ja, es kommt ein neues Reglement ab 2021, auch an der Power Unit wird Hand angelegt. Und da werden die Karten dann nochmal neu gemischt. Es kommen eventuell neue Hersteller. Und die Tür lässt sich Red Bull damit natürlich clevererweise offen. Also es sind noch sehr, sehr viele Fragezeichen da, was 2021 angeht. Es steht ja noch nicht mal fest, ob Red Bull überhaupt bleibt. Also bilaterale Verträge zwischen kommerziellen Rechteinhaber und den Teams laufen aus Ende 2020. Das heißt, jedes Team kann sagen, ja, die Formel 1 ist toll, ich bleibe oder ich gehe. Dann, du hast gesagt, ein neues Motorenreglement. Das heißt, wer jetzt gut ist, muss nicht unbedingt in Zukunft gut sein, je nachdem, wie stark das Reglement geändert wird. Und dann eben der Hersteller. Und da ist speziell Red Bull immer wieder Mittelpunkt, wenn man darüber diskutiert, über diesen Hersteller, der da vielleicht kommen kann. Ja, die sind halt für jeden Porsche attraktiv, weil die halt das beste Kundenteam seit Jahren sind, das beste Privatteam. So, und da quasi jeder Hersteller, der neu kommen will und irgendwo die Ambitionen hat,
immer erst zuerst mit denen in Verbindung gebracht wird, weil man will ja Weltmeister werden, wenn man in die Formel 1 kommt. Und da ist Red Bull halt eigentlich für den Hersteller auf dem Papier immer die beste Wahl. Ich meine, wenn ich jetzt in die Formel 1 komme als Hersteller, ein komplettes Team aufbauen, ist so gut wie unmöglich, vor allem in einer kurzen Zeit. Nee. Und da ist Red Bull, wie du gesagt hast, schon der richtige Partner. Porsche wird ja oftmals genannt, ganz vom Tisch ist das offenbar ja immer noch nicht dort. Da wird immer noch an dem Hochleistungsmotor entwickelt. Aston Martin, also der Red Bull wird ja auch in den nächsten Jahren auch mit Honda-Antrieb noch Aston Martin Red Bull heißen. Insider bezweifeln tatsächlich, dass Aston Martin irgendwie fähig ist, so einen Formel-1-Motor zu bauen. Es könnte aber in Zusammenarbeit mit Cosworth passieren. Auch die sind ja immer wieder, auch der Name wird ja immer wieder genannt. Und dann könnte ein Cosworth einen Motor entwickeln, je nachdem auch, wie viele Einheitsteile es geben wird, das steht noch nicht ganz fest. Und einfach mit Aston Martin branden. Also das sind alles Möglichkeiten. Wir haben Aston Martin, wir haben Porsche, wir haben Ausstieg, wir haben weiterhin Honda. Viele Variablen. Jetzt haben wir zumindest mal Gewissheit bis Ende 2020. Und für uns ist es auch mal schön, andere Geschichten zu haben, als jeden zweiten Freitag in der Longrun-Analyse noch hinzuzufügen. Im Qualifying wird es anders ausschauen und dann im Favoritencheck zu sagen, ja, im Rennen sind sie dann wieder stärker, weil das Qualifying-Defizit nicht so stark Ja, wiegt. also das ist immer schön, wenn es ein bisschen durchgemischt wird, wenn es ein paar neue Faktoren gibt. Das hält die Formel 1 spannend. Wir haben ja noch einen weiteren Spannungsfaktor bei Red Bull. Der zweite Fahrer ist noch nicht bestätigt. Da weiß man auch nicht, wenn die Max Verstappen fährt. Aber es kann Aber jetzt soll es sein. schnell gehen, das soll ja davon abhängen. Genau, Also, das oder sollte auch schnell gehen. Aber auch das, also ich meine, Ricardo Verstappen sind eh spannend genug. Aber vielleicht kommt ein anderer, dann wird es sogar noch spannender. Und dann können wir uns auf jeden Fall jetzt schon auf 2019 freuen. Das sind auf jeden Fall schon mal gute Vorzeichen und alle anderen Verträge und was da eh noch alles dieses Jahr passieren muss. Mercedes ist noch nicht unterschrieben, weder Hamilton noch Bottas, Ferrari, Raikkonen fehlt noch. Also da ist noch einiges drin. viel Gesprächsstoff für weitere Sonderausgaben hier. Jetzt sind wir erstmal gespannt auf die nächsten Rennen. Wie es auch noch zu Ende geht mit Red Bull Renault, ob das jetzt so zu Ende geht wie letztes Jahr mit Toro Rosso Renault, das war ja eine mittlere Katastrophe. Ich würde es nicht ausschließen, auch wenn man so auf die Vergangenheit der beiden blickt. Hochspannung jetzt auf jeden Fall garantiert. Wir freuen uns auch auf ein neues Rennen. Frankreich Grand Prix, das erste Mal seit Jahren wieder im Kalender. Die Formel 1 sorgt einfach für Entertainment pur. Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button und abonniert unseren Channel, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis dahin, euer motorsportmagazin.com.